Hallo zusammen. Heute seid ihr wieder gefragt. Zu euch ins Krankenhaus kommt ein 10-jähriges Mädchen. Es leidet unter Erbrechen, Müdigkeit und 40 Grad Fieber. Da ihr eine Viruserkrankung vermutet, nehmt ihr das Mädchen zunächst stationär auf. Nach 24 Stunden sind die Symptome allerdings so weit abgeklungen, dass ihr die 10-Jährige wieder nach Hause entlasst. Doch 2 Tage später erhaltet ihr den Befund einer zuvor abgenommenen Blutkultur. Darin wird das Wachstum gramm-negativer Stäbchen beschrieben, weshalb ihr das Mädchen umgehend wieder stationär aufnehmt. Als ihr die 10-Jährige nun noch einmal untersucht, stellt ihr eine Temperatur von 38,5 Grad Celsius, einen Puls von 96 Schlägen pro Minute sowie einen Blutdruck von 98 zu 65 mm Hg fest. Die Sauerstoffsättigung beträgt 98% bei Raumluft. Anschließend hört ihr Herz und Lunge ab, doch beides ist völlig unauffällig. Daraufhin nehmt ihr Blut ab, um noch einige Parameter bestimmen zu lassen. Die Laboruntersuchungen ergeben eine leichte Anämie, eine Hyponatriämie und Hypokaliämie sowie eine Erhöhung des CRP-Wertes auf 10,8 Milligramm pro Deziliter. Ihr beginnt eine Antibiose mit Ceftriaxon und nehmt zuvor noch einmal Blutkulturen ab. Diese sind wiederum 2 Tage später positiv für Haemophilus parainfluenzae. Daraufhin führt ihr die antibiotische Therapie, wie gehabt, fort. Doch nach weiteren 2 Tagen fallen euch plötzlich Petechien an den Nägeln des Mädchens auf. Ihr habt bereits eine Verdachtsdiagnose und führt nun eine weitere Untersuchung durch, um diese zu bestätigen. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was eurer Meinung nach zu den Petechien geführt hat und wie sich euer Verdacht nun bestätigen lässt. Die Auflösung findet ihr wie immer am Montag in unserer Story.